Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Infinite World. Ja, ich bin's, der Dü, und ja, wir sind jetzt dabei, in dieser Folge immer noch die Bodenetage ein bisschen auszuheben. Wie gesagt, da kommt nochmal was dazu, wieder was Tolles, was Feines, und dann schauen wir mal, wie das da funktioniert. Wie gesagt, ich hab's nicht getestet. Wie gesagt, momentan teste ich eigentlich auch gar nichts hier, sondern verlasse mich auf mein momentanes Wissen über Minecraft. Und ich denke, damit fahre ich eigentlich momentan ganz gut. Also, wie gesagt, ich habe mir immer mal ein paar Tutorials mal ab und zu mal reingezogen von Applied Energistics oder sowas in die Richtung. Aber selber natürlich vorher nichts nachgebaut, aber es hat auch direkt funktioniert. Also, natürlich, also da waren natürlich immer mal ein paar Fails halt mit dabei, aber die Sache ist, da muss man mich schon ein Stück weit auch in Schutz nehmen. Die Sachen sind dann auch teilweise wirklich kompliziert. Das ist schon sehr, sehr advanced, das Ganze. Und da muss man natürlich erstmal das Wissen sich auch aneignen, halt ganz einfach. Und apropos Wissen, da sind wir bei der nächsten Geschichte, nämlich Tutorials, ne? Da sind wir zum Beispiel halt bei der Sache. Ich habe jetzt keine weiteren hochgeladen, für die sich fragen, was da jetzt eigentlich im Grunde genommen passiert ist. Das hat genau dieselben Gründe, wie warum jetzt hier Folgen ausgefallen sind bei Minecraft Infinite World. Nämlich der zeitliche Faktor, ganz einfach, ne? Ich habe es zeitlich nicht hinbekommen, das Ganze irgendwie zu managen. Und das ist natürlich dann, ja, ein bisschen bescheiden, aber gut, zählt ja nichts. Achso, ja, die Wand. Ja, also, wie gesagt, halt zeitlich nicht hinbekommen und momentan, ich weiß ja nicht, inwieweit man das halt hört, also, ich weiß auch nicht, momentan ist bei mir real-life-technisch auch der Wurm halt drin, also ich bin auch ultra, ultra unzufrieden mit allem momentan und das ist ein bisschen ungünstig. Und ja, also was heißt unzufrieden? Unzufrieden halt einfach ganz einfach, weil ich jetzt die Zeit, die ich habe, die bin ich dann krank oder sowas in die Richtung. Jetzt mache ich mir halt auch jetzt über das Wochenende halt, wo ich jetzt hier gerade die Folgen hier aufnehme, total verschnupft und so weiter und so fort. Und wie gesagt, gerade die Tutorials, die sollen meines Erachtens halt gut sein, da will ich mich damit definitiv identifizieren können, ne? Und wenn hier mal so eine Minecraft-Folge halt einfach mal irgendwie, keine Ahnung, soundtechnisch nicht okay ist oder wenn hier, weiß ich nicht, ich verschnupft hier reingehe in die Aufnahme oder irgendwas ähnliches halt, ne, dann ist mir das halt eigentlich auch scheißegal, weil wie gesagt, letzten Endes soll das Ganze hier da Spaß machen und ja, deswegen, aber bei den Tutorials habe ich irgendwie einen etwas anderen Anspruch, da will ich das nicht einfach nur Larifari machen und außerdem habe ich da bei den Tutorials jetzt hier momentan, wie soll man sagen, was heißt keine Ideen, aber die Ideen sind schon vorhanden, aber da gibt es halt immer sowieso viele Sachen, die man da halt immer machen kann. Aber, sagen wir es mal so, ich habe da auch schon eine Sache vorbereitet für die Tutorials. Das heißt, die Vorbereitung für die nächste Folge des Tutorials steht auf jeden Fall schon mal. Aber es ist leider auch so, dass so, jetzt müssen wir hier mal das Zeug mal wegnehmen. Zack. Es ist leider auch wirklich so, dass ich nenne es jetzt einfach mal, dass die Tutorials halt die Vorbereitung halt benötigen und ich halt für die wirklich nächste Folge, ich da halt etwas relativ Komplexes halt darstelle, halt ganz einfach, ne, das wird, kann ich ja hier im Grunde genommen schon mal verraten, es wird halt die Monsterfalle werden und die wird halt komplett nur aus Ender.io halt bestehen, also das ist machbar, das habe ich halt auch schon vorgebaut und funktioniert auch, aber da muss man sich natürlich erstmal überlegen, okay, gut, wie baust du jetzt das Skript und das Konzept halt auf, damit halt du viele Informationen herausgeben kannst, damit das Video halt auch gut angeschaut wird, aber halt auch ohne, dass du halt irgendwie, ich nenne es jetzt mal dein Stil halt auch ein Stück weit verrätst halt, ne? Also sprich halt ganz einfach, ich meine, ich könnte jetzt alle Maschinen, die dort sind, könnte ich halt einfach abarbeiten, ne, die ich da in der Monsterfalle verwende, in einer einzigen Folge, aber es bringt nicht ganz so viel, als wenn man das halt nochmal aufsplittet, halt ganz einfach, weil die Suchtexte halt ganz einfach etwas anders sind, ne? Irgendwo werde ich gehittet. Ja. Was willst du denn, Kollege?
So, jetzt ist das hier auch schon mal wieder fertig. Wir können hier schon mal ein paar Fackeln nochmal setzen. Fackel dich nicht ab, lern Fackeln. Fackeln und Licht machen. Irgendwie sowas in die Richtung. So. Zack. Oh, hier ist es schon wieder einer, oder? Warum kommt der denn jetzt hier immer? Er verfolgt mich. Hey. So, also wie gesagt, die Etage hier mit dem Block hier, also das sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Auch in Kombination mit dem Blau halt, ne? Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir doch wunderbar. Aber hier sind halt wirklich richtig viele Möglichkeiten, wo irgendwelche Monster halt spawnen können. Das ist halt natürlich ein bisschen bescheiden. Aber naja. Okay, das nächste, was wir machen wollten, war ja dann nochmal ein Technical Block. Also das heißt, da brauchen wir jetzt nochmal einen. Also ihr seht schon, wie gesagt, so eine Ebene. Ein bisschen dauert es halt ganz einfach, ne? Aber es ist noch, wie gesagt, es ist definitiv noch im zeitlichen Rahmen, sonst würde ich es halt nicht machen. Und wie gesagt, Turtle gibt es halt auch manchmal Probleme und die wird auch, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, die setzt auch nicht alles. Das heißt, ja, da musst du auch mehrfach die Turtle halt im Grunde genommen halt anwerfen. Und wir wollen ja, wie gesagt, halt auch ein Stück weit so weiterkommen, dass wir, ich nenne es jetzt mal spätestens am Ende dieser Folge oder spätestens, oder also spätestens in der nächsten Folge auch schon mit dem anfangen können, was ich ganz gerne vorhabe. So, dann müssen wir da mal schauen, ob wie und was das funktioniert am besten. Und ja, ich weiß, ich habe gerade den Insulation-Block nochmal insulated, also nochmal gechiselt, so gesehen. Auto-Chisel, Alter. Ich feiere das immer noch aus der letzten Folge. Das gibt's gar nicht. Das ist halt, das ist wirklich ziemlich witzig, ey. Das ist wirklich nicht schlecht. Oh, irgendwie ein bisschen niedrig, oder? Kann das sein? Na gut, vier Blöcke, ne? Wow, geht schon, ne? Und den Rest hatten wir auf 5 gemacht. Na gut, es ist jetzt auch, wie gesagt, ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Dann kommt eh nur, wie gesagt, da kommt eh nicht so ganz so viel drauf. Zack, zack, zack. So, dann muss das hier auch noch entfernt werden. Zumindest mal so provisorisch. Zack. Zack. Oh nein, daneben. Ist ja nicht so witzig. So, okay. Und dann zack, 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 la 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 la. Das war eine Kinderserie, glaube ich, ne? Damals? La 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 la. War das Fred Feuerstein oder sowas in die Richtung? Und dann machen wir, wie hieß denn das? Das war das mit dem Kriechen irgendwie sowas in die Richtung. Oh, puh. Also ich habe es auf jeden Fall geschaut. Merkt ihr ja. Ja, damals gab es ganz schön viele Kinderserien halt eigentlich, ne? So, Gummibären hüpfen hier und dort und überall. War so der Klassiker halt eigentlich schlechthin. Und ja, weiß ich gar nicht, was gab es damals noch? Da ist bestimmt noch ein bisschen mehr, ne? Also, was gab's denn noch? Puh. Ja gut, Mickey Mouse ist halt sowieso der Klassiker schlechthin. Warte mal, da kommen wir auch. Ja, hier zwei Blöcke einzeln zu setzen, ne? Wenn man die Builders Event hat. Ja, die bringt schon einen großen Vorteil, die Builders Event, ne? Das muss man auch schon sagen, gerade hier zum Verzieren und zum Erstellen von irgendwelchen Ebenen ist das auf jeden Fall schon ziemlich angenehm. Zack, 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 zack.
Oh, es reicht, glaube ich, gerade so, Alter. Das ist echt witzig. Es reicht gerade so. Aber wir sind fertig in dieser Folge. Das ist auch schon mal etwas. So, jetzt nur noch im Grunde genommen beleuchten den ganzen Spaß. Und dann sieht das auf jeden Fall schon mal ganz solide aus. Ja, Fackeln haben wir auch noch da. Okay. Oh, ja, die lassen wir erstmal in Ruhe hier. Bevor dann gleich hier wieder was Neues spawnt. Ja, hier oben drauf wird sowieso. Wir werden sowieso das eine oder andere Monster definitiv hier oben landen. Man muss es ja nicht unnötig halt provozieren, weil wie gesagt, hier haben wir so einen Höhleneingang. Wie gesagt, ich muss auch relativ viel bauen, um das dann halt abzudichten. Deswegen habe ich mir halt lieber gesagt, okay, gut, wir setzen lieber jetzt genau jetzt die Ebene. Und dann passt das dahingehend auf jeden Fall. Und dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Wie gesagt, so, das ist jetzt im Grunde genommen die letzte Ebene. Ist eigentlich auch alles ausgefüllt, soweit wie ich das jetzt sehen kann. Ne? Okay, gut. Das hätten wir schon mal geschafft, auf jeden Fall. So, dann werden wir auf jeden Fall als nächstes zwei Tesserakte benötigen. Vorher muss ich mich nochmal ausschnauben. Deshalb ist ja das, was ich, weiß gar nicht, habe ich das in dieser Folge erzählt? Ich glaube, in dieser Folge habe ich es erzählt, ja. Das ist das, was mich hier stört. Naja, gut, ist halt so, ne? Okay, also wir brauchen auf jeden Fall erstmal zwei Tesserakte. Einen haben wir da. Gut. Gut. 1, 2, 3. Wir haben, glaube ich, eh noch mehr. Also müssen wir gleich mal schauen. Ich glaube, die Dinger sind voll. Ja, genau. Das sagt Frame. Das heißt, wir brauchen sowieso mal ein bisschen mehr Enderperlen. Enderperlen. 13.000 haben wir davon noch. Brauchen, glaube ich, auch mal mehr. Aber wie gesagt, die Farm reicht auf jeden Fall aus. Also, das ist wirklich. Das ist das Schöne halt eigentlich. Also, ich sag's mal so, das ist wirklich das Effizienteste, was wir machen konnten, halt ganz einfach, ne? Diese Enderperlenfarm, weil die ist wirklich ultra effizient und läuft auch wirklich seit eigentlich permanent. Die läuft eigentlich wirklich schon permanent und da gibt es auch wirklich überhaupt keine Probleme damit. Und die Kuhfarm ist manchmal ein bisschen buggy. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit dem Fischer ist. Läuft der eigentlich mittlerweile wieder? Das weiß ich gar nicht. Planter, wir können ja mal ein bisschen Rundgang machen. Wie gesagt, ein paar Sachen sind ja nicht ganz so top immer gewesen. Nö, der Planter funktioniert. Sind noch ein paar Wubi Hoes sind auf jeden Fall noch drin. Wir können halt natürlich. Könnten wir da auch das M, das, wir könnten das halt auch noch ans ME-System dann halt anschließen halt, ne? Und die Möglichkeit würde halt theoretisch bestehen. Hier hinten ist auch noch ein bisschen was. Noch nicht ganz ausgeleuchtet. Wir könnten das, wie gesagt, ins ME-System hauen. Und was ist jetzt mit dem Fischer? Funktioniert der mittlerweile wieder? Ja, der arbeitet. Der Fischer, der arbeitet. Das ist doch eine nette Sache. Das heißt, der war jetzt hier die ganze Zeit eigentlich aktiv gewesen. Und der hier, der arbeitet auch. Jo, das heißt, da haben wir auf jeden Fall genügend Sachen. Wie gesagt, ich krieg das ja so gar nicht im Grunde genommen mit, weil ich habe jetzt im Grunde genommen ja den Überblick halt darüber verloren, was wir an Rohstoffen haben. Und wie gesagt, ich habe auch immer mal wieder zwischendurch immer nachgerüstet halt unsere Festplatten. Das heißt, wie gesagt, ich weiß halt auch gar nicht zu 100%, wie viel da jetzt irgendwo drin ist, halt ganz einfach, ne? Also, wie gesagt, man sieht das halt ja auch nur wenn man mal so ein bisschen so im Augenwinkel, halt ganz einfach, wenn ich jetzt hier sage, Iron, da haben wir 800.000, ein bisschen weniger geworden, glaube ich, Redstone ist, was haben wir eigentlich am meisten? Irgendwas über 1 Million, vielleicht Cobblestone haben wir bestimmt über 1 Million, aber der ist ja sowieso woanders gelagert. Ellorium haben wir 4.200, ist aber auch ganz schön wenig. Haben wir da noch die Erze davon? Oh, wir haben noch 63.000 mit den Erzen, ey. Dann lass die Erze mal einfach mal verarbeiten. Zack. So, Yellowreed-Erz. Also 63.000 halt, weil das nicht weiterverarbeiten konnte. Aus welchem Grund auch immer. Also da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, der energietechnisch kein Problem. Oh, Dragonium-Dust. Haben wir 9.400? Ich glaube, damit kann man auch schon alles Mögliche erstellen, was es da überhaupt so gibt halt, ne?
Das ist, glaube ich, dann kein großes Problem. 1300 Markte. Das ist schon sortiert nach, nach dem, was, wie wir das maximal haben, oder was? Ah, okay. Okay, doch, dann haben wir Sulfur am meisten halt, ganz einfach, ne? Also, es ist schon sortiert nach dem, was wir als meistes haben. Okay. Ja, halt natürlich unsere Ärzte halt, natürlich gut am Stissel und gut am Start. Naja, gut, aber das muss es gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss!